Also, ich muss abnehmen. Es geht nicht so weiter. Wenn ich eine Kiste Bier zu mir im zweiten Stock schleppe, dann muss ich mich 10 Minuten hinsetzen, damit ich wieder Luft kriege. Das geht nicht. Und auch die Fußnägel kann ich mir nicht schneiden. Ich muss zur Fußpflege. Wie ich das finanziere, ja, vom Pfandgeld, von dem Bier. Ne? Und ich habe mich jetzt ausgiebig mit dem Intervallfasten beschäftigt oder wie das heißt, intermittierendes Fasten, wie wir Lateiner sagen. Wenn man das schon ausspricht, intermittierendes Fasten, dann hat man schon fast 1 Kilo abgenommen. Der Trick dabei ist, es gibt diese Version 8-16, das heißt, man darf in 8 Stunden alles essen und muss dann 16 Stunden fasten. Das kommt mir zugute, denn ich komme selten vor 10 hoch. Ne? Also dann fange ich um 10 Uhr an und habe dann bis 6 Uhr abends Zeit. Ne? Ja, dann erstmal hoch und dann erstmal ein Bier gegen den Nachtdurst und dann schönes Bauernfrühstück. Ne? Dann bin ich schon halbwegs wieder hergestellt. Ne? Aber das hört sich ja auf den ersten Augenblick alles so toll an, aber man muss sich auch anstrengen, weil man ja jetzt alles in 8 Stunden zu sich nehmen muss. Ne? Also so um eins ist dann das Eisbein mit Sauerkraut und Speckstippe fällig und die Flasche Korn und das Bier muss auch mit auf den Tisch. Denn man kann dann nicht jetzt mehr abends um 5 oder um 6 anfangen. Ne? Das ist der Nachteil. Rotweintrinker sind noch schlimmer dran. Also, die haben ja, so viel kriegt man ja gar nicht runter in der kurzen Zeit. Also, man muss dann also schon mittags so um 1, 2 mit dem Doppelkorn. Doppelkorn ist ja besser, weil er ein bisschen stärker ist. Dann spart man ein bisschen Zeit anfangen. Ne? Wenn man dann so halb angetörnt ist, so um 3, dann gehe ich immer zum Einkaufen, weil ich das ja nachher nicht mehr machen kann um 6 Uhr, dann bin ich fertig. Ne? Also um 6 Uhr hol das neue Bier und einen neuen Korn. Am besten man holt gleich immer einen Kartonkorn. Ne? Dann hat man, ist man die Sorge los. Ne? Ja, und dann so bringt man so den Nachmittag so zu und so mit Korn und Bier. Und so wenn man noch essen kann, so um 4 Uhr dann die Schinkenplatte, ne? Die Schlachtplatte mit Schinken und so und ein bisschen Käse dazu. Ne? Und wenn das alles so geklappt hat, dann ist man auch um 18 Uhr oder knapp vor 18 Uhr mit dem Korn durch und mit dem Bier durch. Ne? Es wird aber auch höchste Zeit, denn man ist ja fertig mit der Welt und man muss jetzt Schluss machen. Ne? Ich habe mich ja schlau gemacht und da war so eine Frau, die sagte, war auch sehr dünn, die hatte so eine dünne Arme. Ne? Also, sie steht um 5 Uhr nachts auf und dann trinkt sie 1,5 Liter Wasser bis 7. Und von um 8 trinkt sie dann bis um 11 1,5 Liter Tee. Und dann fängt sie erst mit dem Essen an. Ne? Also, das halte ich für Blödsinn und das ist ja Kasperei. Das musst du dir mal vorstellen. Also, 3 Liter Flüssigkeit bis zum Frühstück. Da kommst du ja gar nicht vom Pisspot mehr runter. Nee, also, das halte ich nicht für praktikabel. Da wirst du bettlägerig. Aber nun mal im Ernst und August vor die Tür. Wenn ich denn so um 18 Uhr fertig bin, ne, mit meinem Programm, also die letzte Flasche Bier und auch die letzten Gläser Korn trinke ich meistens in voller Montur schon im Bett. Dann weiß ich auch, was ich getan habe. Also, ne? Aber ich bin auf dem Weg zu meinem Idealgewicht und ich nehme das in Kauf. Und eine wesentliche Komponente, dass man um 18 Uhr mit dem ganzen Programm, mit dem harten Programm fertig ist, ist ja auch, dass man früh ins Bett kommt. Und das ist ja der Gesundheit zusätzlich zuträglich. Besser geht's nicht. Meine Version finde ich also sehr gut.
ist natürlich auch anstrengend und erfordert den ganzen Mann, aber ich bin guter Dinge und ich warte auf das Ergebnis. Ich werde mal in einer Woche auf die Waage gehen, ne? Also, ich bin auf dem richtigen Weg.